Siehst du den? Ja, und guck mal, was da rauskommt. Wow, wow. Holy shit. Ja genau, versuch den zu schlagen. Schlag einfach drauf. Ich schlag ihn. Hallo und herzlich willkommen bei Felix HD Games zu einer neuen Runde The Herobrine. Aber eigentlich neue Runde war jetzt nicht besonders angebracht, denn es ist die erste Runde The Herobrine. Wieder dabei, der Star Minecast. Hallo. Und der nimmt mal wieder für mich auf, denn ich habe immer noch nicht meinen neuen PC. Der kommt nämlich nach den Osterferien. Da werde ich dann auf jeden Fall erstmal ein Video drüber machen, damit ihr auch wisst, was da so alles drin steckt. Und dann werden auch neue Projekte mit dem Star Minecast kommen, was aber jetzt noch geheim ist, denn das werdet ihr nämlich dann sehen. Wollen wir es geheim halten? Ja, das geheim halten. Ich will es aber unbedingt verraten. Nein. Okay, dann halten wir es geheim. Ist geheim. Okay, dann bleibt es geheim. Und, ja. Ich denke einfach mal, wir spielen eine Runde Herobrine. Der WLAN hat das noch nie gespielt, das heißt, es ist wie ein Jubiläum für ihn, aber ich habe es ihm gerade eben erklärt. Yay, für die Leute, die es nicht wissen, ist halt ein Unsichtbarer, der Herobrine, und der muss alle anderen umbringen. Und damit der Herobrine sichtbar wird, muss man sogenannte Shards zum Spawn bringen. Und diese Shards sind halt Nether Stars, die man normalerweise von Withern bekommt. Und die spawnen halt da, wo der Kompass hin zeigt. Und ja. Und das mit dem Auswählen ist halt random. Also nicht derjenige, der das letzte Mal den Herobrine umgebracht hat, wird Herobrine, sondern das geht, glaube ich, nach Pässen oder halt random. Und es geht los. Ich bin der Herobrine. Ernsthaft? Ja, super. Wer hilft mir jetzt und sagt mir, was ich zu tun habe? Okay, du musst jetzt warten, bis im Chat steht, der Shard has spawned, und dann musst du dahin rennen, wo der Kompass ihn zeigt. Und ich werde auf jeden Fall vermeiden, dich anzugreifen. Gibt's nur immer einen Herobrine? Es gibt immer nur einen Herobrine, ja. Oha. Und also hattest du jetzt Glück oder hast du so einen Herobrine-Pass eingelöst? Ich habe jetzt mal wegen der Aufnahme einen Pass eingelöst, obwohl ich noch ganz, ganz wenige habe. Noch 10 oder so. Aber, ja. To go back to the hub. Ach so, okay, das ist was anderes. Okay, und jetzt musst du dahin rennen, wo der Kompass ist. Und dann, wenn du das aufsammelst, dann kriegst du ganz, ganz viele krasse Effekte wie Blindness und sowas. Und so, dann musst du den Shard, also der liegt dann da irgendwo auf dem Boden. Okay. Den musst du dann zum Spawn bringen und musst dann rechtsklick damit auf den Enchanting Table machen. Okay, gut, ich glaube, das sollte ich hinkriegen. Ja, musst halt nur vermeiden, dass du vom Herobrine getötet wirst. Aber da ich die Herobrine bin, werde ich versuchen, dich nicht umzubringen, okay, weil das wäre dann irgendwie. Du hast schon einen getötet, wie ich im Chat entnehme. Ja, das habe ich. Aber wir haben den Chart jetzt, oder wie? Das weiß ich nicht. Also, ich habe noch nicht gesehen, dass einer den Chart aufgesammelt hat. Nicht, aber. Hä? Der ist doch da in dem Haus. Ich sehe gerade, wie du jemanden angreifst. Das heißt, ich darf dich dann auch nicht töten, oder? Ja. Kannst mich theoretisch angreifen, aber ich werde auf jeden Fall versuchen. Also, sobald der Herobrine getötet ist, ist die Runde dann zu Ende. So ist okay. Das zumindest. Bye-bye, cruel world. Okay, mal schauen, wo spawnt denn jetzt der nächste Chart? Ich habe gerade irgendwo. Aua, da schießt jemand wild mit Pfeilen rum. Jemand? Ah, has picked up the shard, okay. Ich weiß zwar nicht, wo derjenige ist, aber. Und ich weiß nicht, wo der Chart ist. Der müsste eigentlich hier sein. Oh, sorry. Nein! Okay, ich glaube, derjenige hat schon den Chart aufgesammelt. Der ist nur zu blöd, zum Spawn zu kommen. Wie jetzt? Und ein neuer Chart ist gespawnt. Also einer scheint wohl schon aufgesammelt zu sein. Aua, wer hat da gerade was explodieren lassen? Das war meins. Das war so eine Dingensbombe. Das war so eine Kohlebombe. Und dann kommen da ganz, ganz viele. Da kommen ganz viele Dingens raus. Ja, ganz viele TNT-Bats kommen dann da raus. Okay, hammergeil. Okay, ich versuche jetzt gerade den Typen mit der Chart umzubringen. Wo ist denn der Chart? Den hat ja jetzt niemand, oder? Ist der da in dem Haus? Der hat jemand, der heißt Muslim Terrorist, und der rennt gerade zum Spawn. Ah, dieses Spiel ist so verwirrend. Ich hoffe, dass es bei euch. Ich habe ihn gerade umgebracht, also der Typ, der den Chart hatte, ist jetzt tot. Es hat den jemand anderes, der hat jetzt auch wieder Nausea und alles Mögliche. Jetzt werde ich den versuchen umzubringen. Also es funktioniert eigentlich immer nach dem Prinzip, dass man versucht, denjenigen umzubringen, der den Shard hat, ist auf jeden Fall am klügsten. So, jetzt habe ich den nächsten umgebracht, der den Shard hat. Wo ist er denn jetzt, der Shard? Der Shard ist ziemlich oben am Spawn. Ich versuche jetzt die Leute, die den sich gerade nehmen wollen, zu töten. Da ist auf jeden Fall der Blitz, wo die Leute sind. Also du bist jetzt gerade direkt am Shard. Ja, ich hab ihn. Ich werde dich jetzt nicht umbringen, weil du musst ja aufnehmen. Oh mein Gott, was hat man denn da für eine. Oh mein Gott. Und das musst du jetzt rechtsklicken auf den. No. Jetzt rechtsklick das mal auf den Enchanting Table. Ja, wenn ich es hinkriege. Oh, perfekt. Oh, da kriege ich Augenschmerzen. Ah, Schmerz. Mir tun echt meine Augen weh. Ich werde jetzt deinen Freund hier mal umbringen. Ich sehe es, ich schau dir einfach mal zu. Was, du lässt ihn einfach so verrecken hier? So, der ist tot. Hier könnt ihr Herobrine Action sehen. Siehst du diesen schwarzen Rauch? Ja, das bist du, oder? Ja, genau, das bin ich.
Aber sobald du sichtbar bist, probiere ich dann auch dich zu töten, oder? Ja, genau, das kannst du machen. Ich bin dann halt so ein Herobrine mit so einem Cape. Ich versuche jetzt diesen Typen hier umzubringen. Wo ist denn der Chart? Wer hat denn den? Woran erkenne ich, wer den Chart hat? Die haben so einen lilanen Namen dann. Achtung, geh mal da weg. Von den Leuten. Oh Gott, da kommen jetzt gleich die Fledermäuse. Jetzt kommen da Bats und die explodieren jetzt. Oh mein Gott. Wie gut ist das denn? Ja. Ey, bei mir hat niemand einen lilanen Namen. Oder siehst nur du, wer den Chart hat? Ja, dann hat noch niemand das aufgesammelt, denke ich mal. Ja, jetzt steht da, has picked up the Chart. Es dürfte gleich einer mit einem lilanen Namen kommen. Okay, das werden wir gleich sehen. Wir achten auf einen lilanen Namen. Wo ist der lilane Name? Zeigt auf den lilanen Namen. Was? Ich sollte jetzt, da ich noch wenig Leben habe, werde ich jetzt versuchen, den Typ mit dem lilanen Namen zu finden, den ich jetzt gerade nämlich sehe. Und auf den werde ich nämlich jetzt erstmal schön einprügeln. Le Guan heißt er nämlich. Mhm. Und der hat mich nämlich schon fast getötet jetzt. Oh Gott. Weil ich nämlich noch ganz mehr. Jetzt hat er mich getötet und das war dann schon mal die erste Runde. Schade, ich weiß schade. Nicht, sollen wir noch eine ranhängen? Also glaubst du, das war noch nicht so lang? Das war nicht lang genug. Okay, dann denke ich, hängen wir einfach nochmal eine ran. Also dann bis gleich. Bis gleich. Und da ist auch schon der Wieland, der Herobrine. Und du musst jetzt versuchen, die Leute umzubringen, die dann einen Namen haben. Okay. Am besten nicht mich. Ich habe jetzt gerade die Scout-Klasse. Das heißt, ich habe ein Blade of Heroism, ein Handcrafted Bow, PG und Feather Arrows und halt den Shard Detector. Das ist diese Standardausrüstung kann, und dann halt. Kann ich die Leute jetzt schon töten? Ja, du kannst jetzt schon Leute angreifen. Du musst nur aufpassen, dass du nicht bei zu vielen Leuten stehst. Also sollst immer die Leute umbringen, die etwas abseits sind. Die, du hast, glaube ich, eine Gastier. Du hast eine Gastier, genau. Und alles Mögliche. Das sind alles so Bomben. Ich glaube, eine Gastier ist halt so ein sowas, was Poison macht. Und hier ist jetzt gerade einer, der hat jetzt den Shard. Ich glaube, das ist sogar der Herobrine Spawn. Den musst du jetzt versuchen umzubringen. Also werf hier mal diese Kohle hin, wenn du uns siehst. Wo? Ich seh den mit dem Shard nicht. Wir sind jetzt gerade, wie soll ich beschreiben? Wir sind jetzt gerade relativ in der Mitte. Ich sehe es. Ja, genau. Ja, genau. Siehst du, jetzt hast du aber geworfen. Jetzt werden die Leute da hinten angegriffen. Versuch am besten, den Lilanen umzubringen. Also okay. Konzentrier dich genau auf den. Weil der rennt jetzt weiter weg. Der ist jetzt auch was abseits. Versuch den am besten zu kriegen. Ich weiß. Ich bin hinter ihm. Wir probieren jetzt mal den Lilanen. Du kannst die Treppe hochsprinten. Ich weiß, das ist neu seit 1.5. Wieso ist denn der so schnell? Ich war voll langsam, als ich den Shard hatte. Und er hat den Shard abgeliefert. Jetzt versuch am besten mal der ganzen Menge zu folgen. Also versuch erstmal abseits zu gehen. Und also versuch dich ein bisschen zu verstecken. Und dann, oh, lol. Ah, das bist du, sorry, ja, das war ich, das war's. Ah, kein Ding. Versuch einfach ein bisschen abseits zu gehen und dann sage ich dir, wo der Shard ist. Okay. Also, du siehst du mich irgendwo? Nein, gerade nicht, ich will gerade einfach den hier mal töten, damit ich wenigstens ein Erfolgserlebnis hab. Jetzt stirbt doch, wie viel Leute, ich hab einen, okay. Yay! Perfekt. Und du stirbst auch noch. Oder vielleicht doch nicht. Okay, ich bin jetzt gerade relativ am Anfang. Siehst du mich gerade? Noch einen. Ich habe noch einen. Oh fuck, ich verliere so langsam ein paar Leben. Siehst du mich gerade? Nein, ich sehe dich nicht. Warte. Renn einfach mal der Menge hinterher. Der Menge hinterher rennen, okay. Ja, wir sind relativ. Der Schad ist relativ weit abseits. Okay, es hat gerade geklingelt, aber das sollte uns nicht weiter beirren. Okay, mal schauen. Ich bin total Reizüberflutung und so. Motion Sickness. Mal schauen. Okay, ich dürfte jetzt gleich den Schad haben, aber ich warte und lass ihn von jemand anderem nehmen. Okay. Der ist genau bei mir. Da steht jemand AFK rum und ich töte alles, was AFK rumsteht. So, jemand hat jetzt den Shard, der ist außerhalb an so einem kleinen See. Versuche ich am besten auf jemanden zu konzentrieren, okay. Der heißt Tiki-Tag. Tiki-Tag. Okay, ich sehe ja gleich den lila Namen. Ich töte jetzt hier erstmal die Schlampe. Der rennt jetzt gerade in Richtung der linken Treppe, wo es zum Spawn hochgeht. Da rennt er gerade hin. Also warte schon mal auf der linken Treppe. Zur linken Treppe von Spawn aus gesehen? Oder? Ja, wo man ganz unten hochgeht. Der ist jetzt gerade an der linken Treppe, jetzt genau. Siehst du den? Ja, und guck mal, was da rauskommt. Wow, holy shit. Ja genau, versuch den zu schlagen. Ich schlag ihn. Oh, ich bin tot. Ich hab's nicht überlebt. Okay, aber dafür haben wir jetzt schon mal aus beiden Perspektiven gezeigt, wie das genau so abläuft bei The Herobrine. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mal eine positive Bewertung da lassen. Auf jeden Fall auf den Kanal von dem Wieland auch gehen und dann könnt ihr ja dem mal ein Abo geben, wenn euch die Videos von dem gefallen. Und ja, das war's dann von meiner Seite. Wolltest du noch irgendwas sagen? Ja, lustige Runde. Hat Spaß gemacht, definitiv. Bedanke mich auch recht herzlich fürs Zuschauen. Freue mich, dass ich dabei sein durfte. Jo, kein Problem. Ja. Man sieht's. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.